Gut, perfekt. Und das Ende hat es noch. Ja, wo ist der? Schalten muss ich noch können, sowieso. Genau, also schalten und. Genau. Ja, sehr schön. Fast 17 Uhr, ich denke mal, das kann man früher aufhören. Gab ja schon einen kleinen Wechsel hier. Wir fangen auch gleich an. Stefan Wagner, dein zweiter Vortrag heute, oder? Richtig, der dritte, dein zweiter. Und der letzte, danach ist dann Feierabend. Aber da können wir nochmal 20 Minuten schön zuhören und schön vortragen. Bitte schön. Dankeschön. Ich staune, wie viele Hardcore-Konferenzteilnehmer da sind. Draußen schönstes Wetter am See, viele Leute, die da baden. Es ist allerdings noch etwas kalt. Ich hoffe, ich kann eure Interesse hier an der Ortssuche befriedigen. Ziel des Vortrags ist, dass schlussendlich jeder heute Abend seine Kneipe hier in Rapperswil findet, wo er sich wohlfühlt. Diese Ortsangaben hier werde ich am Schluss nochmal projizieren. Mit Ortssuche verhält es sich ähnlich wie mit Medikamenten. Es gibt Medikamente, die wirken, da weiß man, was es wirkt. Und da gibt es 1 bis 2 Präparate, dann ist fertig. Das sind die Marktführer, das läuft. Dann gibt es Krankheiten, die sind etwas verschwommen. Da hat man Medikamente, die wirken unter gewissen Umständen. Da gibt es eine ganze Bandbreite, beispielsweise Rheumamedikamente, ist sowas. Das ist bei der Ortssuche identisch. Es gibt Abfragen, die sind klar. Das ist im Koordinatenbereich, das ist mathematisch klar definiert. Da weiß man, was man machen muss. Und dann gibt es die Textsuche. Schon nur, was Sprache ist, was Text ist, wie man das schreibt, das ist alles etwas unklar. Und da gibt es dann sehr viele Lösungen. Im Postgres bietet, habt auch vielleicht jetzt ein Dutzend Lösungen für euch parat, die auf euch hineinrasseln. Es gibt sicher noch mehr Lösungen im linguistischen Bereich, wie man so etwas angehen kann. Deswegen hier, das, was ich bringe, sind Hinweise an den Elefantentreiber, wie man das im spezifischen Fall für sich optimal lösen kann. Ortsbezeichnungen stehen nicht nur für sich, sondern haben Abhängigkeiten. Im Koordinatensystem ist das eigentlich klar. Es gibt ein Referenzsystem, in das eingebettet ist, im einfachsten Fall ein kartesisches Koordinatensystem. Die Einheiten müssen bekannt sein, sonst stimmt das Resultat auch nicht. Bei den Ortsnamen ist schon etwas diffuser. Klar ist Sprachabhängigkeit, je nach Sprache sieht das anders aus. Also Peking, geschrieben auf Chinesisch, sieht definitiv anders aus als auf Deutsch. Schreibweise, auch deutsche Begriffe, Orte können unterschiedliche amtliche Schreibweisen haben. Beispielsweise die Gemeinde, die ich wohne, heißt Ebnath-Kappel, mit Bindestrich, ohne Bindestrich, beides zulässig. Rechtschreibung, Tippfehler sind am Tage, weiß jeder. Und dann gibt es noch eine Anfragegruppe, ich habe doch gewusst, wie es heißt, wie könnte es heißen, ich versuche mal, irgend so etwas Verschwommenes. Ortsbezeichner, die lassen sich in einer gewissen Form klassifizieren, haben ein Muster. Jetzt im geografischen Bereich kann man einen Ort bezeichnen als Punkt, als geschlossene Linie oder als Fläche. Die Beispiele, die ich da bringe, die beziehen sich auf den Punkt, weil es einfach am einfachsten ist für die Folie. Im Grundsatz ist das ja auch für die anderen Elemente das Gleiche, mit gewissen Schwierigkeiten. Sprachlicher Umgang, Fribourg im Üechtland, das ist eine Stadt in der Schweiz an der Sprachgrenze, wird Deutsch und Französisch gesprochen. Es gibt da hier eine ganze Serie von Möglichkeiten, wie man das bezeichnen kann. Dann die Schwesterstadt Freiburg im Breisgau. Phonetisch tönt alles ähnlich, also das Freiburg, was man auch nimmt, ist immer etwa das Gleiche. Ich habe mal testhalber eine Google-Anfrage gemacht, Einstellung Schweizerdeutsch nach Fribourg, also die französische Schreibweise. Was rauskommt, sind eigentlich nur Resultate Freiburg im Breisgau. Eigentlich nicht das, was ich wollte. Habe ich umgestellt, habe nicht Google.ch angefragt, sondern Google Frankreich. Dann kommt das, was ich will.
nämlich das Schweizer Freibuch mit Beiträgen in Deutsch. Man sieht da jetzt an diesem kleinen Beispiel die Abhängigkeiten, je nachdem, was man annimmt, auch von dem, was der Suchende will, wie die Resultate unterschiedlich sein können oder je nachdem auch unterschiedlich sein sollen. Die Gemeinsamkeit vom geografischen und sprachlichen, hier in ein paar wenigen Stichworten, geografisch wie sprachlich ist die Nähe. Also bei einer Koordinaten ist klar, es gibt einen gewissen Radius, innerhalb dem bewegen sich benachbarte Punkte oder das, was man sucht dann, abhängig vom Suchpunkt, den man eingibt. Beim Sprachlichen hier, phonetisch ist das Fribourg alles immer etwa gleich. In der Informatik ausgedrückt nennt sich das Nearest Neighbor und seit Postgres 9.1 ist der GIST-Index aufgebohrt mit Nearest Neighbor-Algorithmus. K steht für Anzahl Elemente, also eine Suchanfrage, die man macht mit diesem Algorithmus, liefert hochperformant eine gewisse Anzahl Elemente, die möglichst nah im Zentrum liegen zu dem, was man sucht. Unabhängig von dem, ob es jetzt Koordinatensystem ist oder eine textuelle Anfrage. Paar Hinweise. Vorhin schon bei der Google-Anfrage darauf hingewiesen, die Spracheinstellung beeinflusst das Resultat. Das gilt auch für Postgres, je nachdem, wie ihr den Select abgibt, in welcher Umgebung. Sortiererei ist anders, je nachdem werden auch andere Wörterbücher eingesetzt. Dann müsst ihr darauf achten, was ihr da macht. Ich habe gesagt, ich präsentiere einen Bauchkasten von etwa 12 Lösungen. Am besten, wenn ihr eine Lösung macht, kombiniert ihr 1, 2 von diesen Lösungen, allenfalls eine dritte noch, bettet das in eine Funktion ein, ihr erleichtert euch das Leben und primär auch dem Anwender, der man schlussendlich eine Abfrage auf diesen Baukasten setzen muss. Und Autocomplete ist eine geniale Lösung, um das Problem zu umgehen. Die letzte Meile ist die schwierigste, die man beschreiten muss. Wenn ihr interaktiv arbeitet, könnt ihr dem Anwender eine Auswahlliste geben, irgendwie die 5 passendsten Begriffe. Im Normalfall weiß der Anwender deutlich besser als die Maschine, welche der 5 letzten Begriffe jetzt für ihn passend ist. Viele der wirklich weiterführenden Anwendungen, die ich hier zeige für die Suche, sind Extension zu Postgres. Deshalb nur ganz summarisch ein Exkurs zu den Extensions. Die kann man entweder über das Dateisystem suchen oder man kann sie von der Konsole abfragen. Mit Create-Extension kann man das ab Postgres 9.1 laden. Das ist also nicht mehr das Gefummel nötig, was früher nötig war. Ist nicht vorhanden, lädt man sich das aus den Contrib von Postgres, dort ist all das, was zum Core gehört, drin. Und ansonsten kompiliert man das, wie wir das typischerweise, wir arbeiten unter Debian hauptsächlich, mit PostGIS machen. Versionen, die ich mich da beziehe, von den Beispielen bekommen, das ist Postgres 9.2, PostGIS 2 und die unteren Bibliotheken, die sind seit Postgres 9.3 auf der Version 1 unverändert. Das heißt nicht, dass sie nicht brauchbar sind. Kurz zu mir als Abschluss der Einführung. Ich komme von der Ritos GmbH. Das ist im Osten der Schweiz, etwa 30 Kilometer von hier weg. Wir beschäftigen uns mit WebGIS-Lösungen. Kern ist Postgres und Django, die Kombination. Was das Ganze läuft, irgendwann muss das auf ein System, Systemarchitektur, Administration ist ein Teil auch unseres Angebots. Und wer am Samstag auf die Wanderung kommt, die Foskis-Wanderung, da wird den ersten Rast bei uns machen und da bewertet werden. Das ist ein Vorteil, wir haben dort, wo Leute Ferien machen, dort arbeiten wir.
Was jetzt noch kommt, da werde ich schnell darüber hinweggehen. SQL, dem Standard, was da für Möglichkeiten gibt, kennen wahrscheinlich die meisten, die da sind, einfach summarisch, weil es dazugehört. Und dann etwas eingehender, was Postgres spezifisch bietet, um Ortssuche durchzuführen. Das Einfachste, was man machen kann, ist eine ganze Tabelle abzufragen oder einzelne Spalten ganz rauszugeben. Das ist nicht wirklich weiterführend. Man kann das einschränken mit einer Where-Klausel. Wenn man genau weiß, was in der Datenbank steht, nach was man sucht, ist man hier eigentlich schon am Ende. Braucht man gar nicht mehr. Wie wir an den Beispielen gesehen haben, ist das gerade beim Ortssuche vielfach nicht der Fall. Also sind wir froh, dass es noch weitere Lösungen gibt. Dass die Abfragen schnell funktionieren, setzt ein Index auf die Spalten, auf die ihr sucht. Wie schon gesagt, ab Postgres 9.1 gibt es den Nearest Neighbor Index. Der ist ganz speziell geeignet für diese Art von Anfrage. Im PostGIS ist er so eingebaut, dass er verwendet werden kann, und im Full Text Search, dass da das letzte, das ist falscher Druck, da das letzte, was wir dann noch angehen werden. Ab Postgres 9.3 wird das Select direkt auf den Index möglich sein. Das ist auch wieder für Full Text Search wirklich ein tolles Feature, dass man nicht zuerst den Index durchsuchen muss, dann auf die Tabelle und dann von der Tabelle die Ausgabe machen kann. Zu beachten, gerade bei diesem Index gibt es immer wieder, dass die Datenbank etwas anderes macht, als man glaubt, sie macht es, beachtet die Planausgabe und gebt genügend RAM der Datenbank, dass das Zeug auch funktioniert. Gerade die fortgeschrittenen Algorithmen wie K und N, die fressen RAM. Gebt der Maschine Platz. Eine etwas andere Form von when, von where, case when, hier als Beispiel etwas geschrieben für Sprachabhängigkeit zu holen. Hier Ortsname Französisch, Ortsname D in zwei verschiedenen Spalten, Ausgabe, was ist jetzt da, wieder Deutsch. Ja, da waren wir. Dann erstes Mal etwas unscharf, ganz leicht unscharf. Like, e-like ist eigentlich eine gute Sache, wenn man das kombiniert mit Autocomplete. Dann ist das schon sehr leistungsfähig, wird schnell abgearbeitet und gibt in vielen Fällen eine genügend scharfe Antwort. Das Prozentzeichen ist die Wildcard, die da eingesetzt wird, kann irgendwo im String eingesetzt werden. Similar to, was vorher der Begriff war, macht similar to auf der Zeichenkette. Auch hier ein paar Beispiele, einfach um das zu illustrieren. Regular Expression, sehr leistungsfähig, für mich ein rotes Tuch. Obwohl ich fast wöchentlich mit dem zu tun habe. Da das Beispiel da unten, geht das hier, sucht nach Karlstraße mit C, K groß klein geschrieben, SZ soll vorkommen. Warum geht das immer zurück? Ursprünglich wollte ich SZ ausklammern, das Satzsystem hat das aber nicht richtig hingekriegt. Das würde bedeuten, dass man hier ein Zirkumflex reinsetzen muss, das gleiche wie da vorne. Hier heißt es Anfang und hier heißt es für eine Negation, also wie man sowas machen kann. Dann gibt es noch verschiedene Dialekte, aber wenn man es wirklich kann, wenn man es im Griff hat, sehr leistungsfähig. Jetzt haben wir SQL gesehen, jetzt gehen wir zu Postgres. Koordinaten, Distanzen, haben wir vorhin gesehen, Koordinatensystem, Einheiten ist wichtig, dass man das berücksichtigt. Was vielfach vergessen wird, Postgres erkennt auch von
Haus aus Geometrietypen. Und für einfache Sachen, solange man im kartesischen Koordinatensystem bleibt, kann man ohne weiteres auch mit dem arbeiten und relativ gute Anfragen machen. Macht man es im PostGIS hier als Beispiel mit dem Distanzoperator da hier und mit KNN hier für die 10 nächstgelegenen Punkte zum Testpunkt, da hier der Testpunkt, Koordinatenbezugssystem, 10 Punkte, sieht die Anfrage so aus. Kurz und bündig gibt das Resultat, das wir suchen. Kommen wir zur textuellen Suche. Die erste Extension, Unaccent, sagt eigentlich schon, was sie macht. Nimmt die Akzente raus, ist Teil von der Full Text Search an und für sich, hat man aber ausgegliedert, weil es viel genereller einsetzbar ist. Was von Full Text Search kommt, sieht man da im Verzeichnis, wo das Zeug drin liegt, die Konvertierungsregeln, die muss man anlegen, wenn man es will, wenn man mit dem Standard nicht zufrieden ist. Es ist ein Filter, der die Akzente nach diesen Regeln befreit, also Ü kann man einfach die Pünktchen wegnehmen oder man kann Ü umschreiben nach UE, je nachdem, was man für sinnvoller hält. Hier ein Beispiel, das geht so einfach und gibt das Resultat, was man erwartet. Das ist etwas, was ich eigentlich fast in jedem Fall empfehle einzusetzen. Kommen wir zum Paket Fuzzy String Match, beinhaltet 3 Funktionsgruppen, Soundex, Metaphone und Levenstein. Soundex und Metaphone beziehen sich auf die Aussprache, Levenstein auf die Anzahl Ersetzungsoperatoren, die nötig sind, um vom 1 zu 2 zu kommen, also vom Begriff 1 zum Begriff 2. Soundex, ein Urgestein von der Implementation 1918 und auch in Oracle seit Urzeiten drin, deswegen auch sehr beliebt, bezieht sich in der Basis, so wie es auch in Postgres installiert ist, auf die englische Sprache, liefert aber Französisch und Deutsch brauchbare Ergebnisse. Es gibt auch im Internet Funktionen für Postgres gerade vorbereitet, wo es dann spezifischer noch deutsche phonetische Regeln drin hat. Die Umsetzung: der erste Buchstaben wird genommen und dann phonetisch umgesetzt, was hinten herkommt, mit 3 Ziffern. So einfach sieht die Anfrage aus, da man sieht, Fribourg Französisch, Freiburg im Üechtland und Fribourg, wie wir es hier sprechen, bietet das gleiche Resultat, F616, eigentlich das, was man gern hätte. Distance ist ein Operator, der es erlaubt, gerade 2 Begriffe parallel zu vergleichen und dann sagen, größer eine gewisse Gewichtung, identisch heißt 4. Wieso 4? Keine Ahnung. Und das unterste, das ist ein bekanntes Beispiel, wo die Grenzen sind von Soundex, weil Britney Spears gibt das gleiche Resultat wie Werten Zicke. Wenn man es grammatikalisch richtig macht, das N wegnimmt, dann stimmt es allerdings nichts mehr, dann gibt es da 630. Metaphone macht das Gleiche, einfach besser, deutlich moderner. Er gibt auch die Möglichkeit einer Gewichtung, halte ich aber für die Ortssuche als nicht sinnvoll. Auch hier wieder ein Beispiel, hier kann man angeben, wie viele Zeichen von der phonetischen Darstellung, was man haben will. Und hier noch Double Metaphone, ein Beispiel. Das sind 2 ähnliche Algorithmen, die verwendet wird. Und je nachdem gibt es einen kleinen Unterschied. Hier sieht man P und B sind nicht identisch. Dann Levenstein, das ist nur zur Vollständigkeit, halte ich im Bereich der Ortssuche für nicht sehr leistungsfähig, schaut an, wie viele Operationen, Basisoperationen, was nötig sind, vom Begriff 1 zum Begriff 2 zu kommen, also Insert, Delete, was gibt es noch, Ersetzen, das ist noch das dritte. Ist
relativ langsam, weil bei jeder Suche durch die ganze Tabelle durchgerechnet werden muss. Also es muss immer die ganze Operation durchgerechnet werden. Hier seht ihr für zwei Beispiele, wie wir es vorhin gehabt haben, beim Soundex. Was Soundex noch gut kann, ist hier weit entfernt mit 1 und 15. Trigramm, etwas sehr Leistungsfähiges. Drei Buchstaben werden angeschaut. Sind die identisch oder nicht? Also die ersten drei Buchstaben eines Wortes, dann Buchstabe 2 bis 4, 3 bis 5. Wenn sie identisch sind, wird es gewertet. Wenn es nicht identisch ist, wird es nicht gewertet. Das gibt dann zwischen 0 und 100% Übereinstimmung oder effektiv zwischen 0 und 1. Das nennt man Dice-Koeffizient. Das ist eine Lösung, die gerade auch bei der Ortssuche sicher zu empfehlen ist und in vielen Fällen rasch und auch gute Resultate liefert. Hier noch beispielhaft könnt ihr euch dann ansehen, wie das funktioniert. Full Text Search am Schluss, ein sehr leistungsfähiges System, das relativ wenig eingesetzt wird, auch weil es Lösungen gibt, die außerhalb Postgres arbeiten. Die Resultatmenge sind in diesem Fall Dokumente, da sieht man schon, wie es angesetzt ist. Es ist nur ein Begriff oder ein kurzer String, der angeschaut wird, sondern ganze Seiten von Dokumenten. Also das ist komprimiert, eine Suche nach einem Ortsbegriff. Die Basisfunktionalität, die das bietet, es werden Tokens, das ist ein Begriff, wie wir ihn kennen, auf Lexeme reduziert. Ein Lexem ist ein auf die Basis reduzierter Begriff. Da werden Stopwords rausgenommen, also wie und oder der oder was auch immer. Es gibt Regeln, die kann man anpassen, wie man das haben will. Ich habe hier jetzt ein Beispiel genommen. Praise Jehoia schreibt man effektiv ohne Ägü, wird dann reduziert auf Praise Jehoia. Es standardmäßig weggenommen, weil es davon ausgeht, dass im Französisch ein Plural ist. Ob man das haben will oder nicht, muss man dann im Einzelfall entscheiden. Das läuft auch mit dem KNN-GIST-Index, sehr performant. Suchanfrage über TS-Query gibt etwa ein Dutzend Matching-Operator. Der Double Ampersand ist der, der am meisten verwendet wird. Und wie zu erwarten, die Ausgabe des Sucheresultates nach der Relevanz, wieder geordnet, wie wir das auch bei den Koordinaten gesehen haben. Was auch hier sehr gut ist, es gibt Wörterbücher, die man einsetzen kann. Und zwar ein Synonym-Wörterbuch und Thesaurus, das ist von der Implementation so verlangt, was das unterschiedlich ist. Schlussendlich geht es immer darum, ein Begriff auf einen zweiten zu matchen. Und in der Ortssuche kann man das verwenden, um von einer Sprache auf die andere zu matchen. Es gibt diese Datei, also diese Synonym- und Thesaurus-Wörterbuch für jede Sprache, legt man das an. Da kann man also von vielen Sprachen auf die Zielsprache matchen, wenn etwas falsch ist, und hat dann effektiv die Zielsprache, die man will. Also wenn man nach Florenz sucht, Deutsch, hat man dann Florenz, auch wenn einer allenfalls Firenze eingegeben hat. Zum Schluss das Verbindende in dieser ganzen Suche, ob es ein Ortsname ist oder eine Distanz oder eine Koordinate, das ist immer Distanz, die Nähe, die verbindet. Aus Sicht Standard-SQL, so wie ich das erlebe, was da geboten will, ist quasi statisch. Also die Möglichkeiten sind stark eingeschränkt. Und die Alternativen, die man hat mit Postgres, die sind deutlich leistungsfähiger. Also die Soundex Metamorphone, Fulltext Search, Annexcent. Das ist dieser Baukasten, den ich euch empfehlen kann. Mit Levenstein würde ich auslassen. Hier nochmal, dass ihr euch orientieren könnt, und im Anschluss hier auch diesen Talk lädt die Foskis ein zu einem Sektempfang, vor allem denen zu empfehlen, die noch nicht Mitglied sind. Damit habe ich geschlossen.
Ich habe die Vorgabe gegeben. Ja, okay. Das Schlusswort mit dem Vereinsmitgliedschaftsformular wollte ich auch sagen. Das hat sich ja dann erledigt. Oder möchte doch noch jemand eine Frage stellen? Etwa? Ja. Wie kann man das performance-technisch zum Beispiel mit Lucene oder mit so einem Einsatz vergleichen? Also gleiche Maschine, gleiche Daten. Mit was? Mit zum Beispiel Lucene. Das war ursprünglich geplant, dass ich mit Stefan Keller zwei Vorträge mache. Eine Solar-Lucene und eine PostgreSQL, und man das verglichen hätte, hat dann einen Rückzieher gemacht. Ich selber habe noch nie mit diesem Baukasten gearbeitet, kann nicht direkt darauf eine Antwort geben. Würde aber so sagen, es hängt davon ab, wo man schlussendlich die Daten hat. Wenn man die Daten im Postgres drin hat und dort arbeitet, dann ist es sinnvoll, dort gerade die Suche zu machen. Wenn man sagt, aus irgendwelchen Gründen, man hat auf Applikationsebene nochmal ein Engine, der das Zeug macht, ist das auch eine Lösung, aber ich kann die Frage nicht beantworten, wie es der Form aussieht. Manchmal werden die Daten auch für die Suchen speziell aufbereitet. Sehr oft, also wenn man Data Warehouse zum Beispiel anschaut, da werden die Daten speziell auf dir normalisiert und diesen Star-Schema da und so weiter. Richtig, das ist Full-Text Search, ich bin jetzt einfach nur schnell drüber gegangen, macht das auch. Also aus einer Seite, die dann vielleicht 1000 Wörter hat, bleibt dann noch eine Seite mit 100 Wörtern, also 100 Tokens, die dann noch übrig bleiben. Das ist wichtig auch von der Performance her. Also von den Grundalgorithmen, was ich weiß, ich mache von einem Vortrag zu sehen, ist das vergleichbar. Aber wie es dann wirklich performancemäßig aussieht, bin ich überfragt. Bis wir wieder Ruhe geschaffen haben, können wir auch weitere Fragen beantworten. Aber ich sehe keine Meldung. Na dann, fröhliches Trinken. Hast du den USB-Stick? Ja. Ja. Ich habe den nur. Der kann jetzt so sein, ja. Der war schön, oder? Ja. Der kommt nicht mehr. Nein, das ist der einzige Platz. Also vielleicht schauen wir schnell vorbei, aber... Du bist auch Python-Entwickler, oder? Ich mache viel Python, ja. Okay. Aber ich habe vorhin kurz einen Twitter-Account angeschaut und was von PyPy gesehen. Ja. Also ich bevorzuge Python eigentlich, aber schreibe meistens Erlang und JavaScript. Kann ich. Ja, gleich, ich muss nur kurz die Folien überspielen, dann bin ich da. So. Nach oben normalerweise. Ja. Okay. Ja. So. Und genau. Dann speichere ich den. Wie soll der heißen? Soll irgendwie. Ich einfach mal Volker, dass man wieder weiß, wie genau. Das. Volker Geocouch, dann ist auf jeden Fall klar. So. Sind die Kronen irgendwie zentral? Keine Ahnung. Die werden irgendwie bereitgestellt. Ja, aber das hätte ich mal sonst. Ich glaube, man kann die sogar selber hochladen, oder? In das Pentabath, glaube ich. Theoretisch. Gibt es ein Pentabath? Stimmt. Ja. Und sonst irgendwie Slideshare oder so? So. Okay, so. Super. Danke. So. Dann schlafen wir. Ja. Ich wollte mal fragen, also wir haben schon die Schicht, die man bei mir, ja. Dass die von Kontakt hat, zu den Australien. Ach so, ey.